Hallo Lego-Freunde, willkommen zu einem Spiel, welches, nicht von Lego ist. Sagen wir es mal so, wie es ist. Ja, es ähnelt den ganzen Lego-Quatsch schon ziemlich sehr. Es basiert auch auf Lego, aber es ist, ja, etwas anders. Etwas anderes Spiel, denn man kann nämlich hier verschiedene Bausätze, die es so gab bis jetzt von Lego oder hier hast du zum Beispiel ein Minecraft Set von 2015, ca. $60 und da gibt es so ein paar verschiedene Sachen. Du siehst jetzt auch hier, okay, das ist jetzt aus dem Jahr 2007 zum Beispiel hier von Star Wars oder hier von 2016, auch etwas aktueller. Dann hast du hier noch das Sombre Island zum Beispiel, 72 Bricks. 1989 wurde das kam das in den Laden und jetzt wirklich von 70 bis über 200 Teile. Ich möchte euch das einfach mal zeigen, indem wir nun hier irgendetwas mal versuchen nachzubauen. Vielleicht nicht so ein ganz allzu großes. Ich nehme jetzt einfach mal standardgemäß von 1989 Sombre Island. Und das bauen wir nun mal nach. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Das Prinzip sowas kannte ich in der Art auch noch gar nicht. Und unterstütze ich dann natürlich auch. Und möchte ich euch einfach mal zeigen, weil ich glaube, so die allerwenigsten wissen, dass es das gibt. Erstmal habe ich auch noch nie nirgendwo gesehen, durch Zufall jetzt auf einer Seite. Und fand das so cool, dass ich mir gedacht habe, dass ich das euch einfach mal zeigen muss. Genau. Lädt die Ladezeiten ist ein bisschen lange, lädt ein bisschen lange. Doch, sind wir schon fertig. Oh, okay, cool. Okay. Also du siehst unten schon mal, es gibt wirklich 72 Einzelteile, das ist das Heftige. Und zwei von den ganzen Sachen haben wir schon platziert bekommen. Ja, jetzt leckt es gerade noch ein wenig, weil diese ganzen Einzelteile von dem Bausatz, von dem Lego-Bausatz, fallen jetzt oben vom Himmel runter. Ich hoffe, das legt sich gleich wieder. Na? Ich weiß auch nicht, ob da momentan noch dran gearbeitet wird. Müsste ich mich mal schlau machen eigentlich. Okay. Seht ihr da oben diese ganzen Einzelteile? Die kommen jetzt alle entgegen. Die fliegen alle vom Himmel herab. Okay, Leute, es läuft wieder. Es hat ein bisschen ewig lange gedauert. Nun sind jetzt hier diese ganzen Einzelteile zerlegt. Es sind wirklich 72 Stück. Und wenn ich jetzt Tab drücke, dann sehe ich, okay, so sieht dieses Set aus 72 Bauteilen. Ist kaum zu glauben, ist wirklich kaum zu glauben, dass es hier 72 Bauteile verbaut sind. Aber ich könnte jetzt hier hingehen, könnte mit dem Schiff hier anfangen. Ja, ich könnte mir das jetzt hier so hinlegen auf Tab und könnte schon mal die, sag schon. Dieses Ding kann ich mir direkt schon mal nehmen. So. Jetzt stecke ich jetzt mich hier hoch. Zack. Dann habe ich den Anfang schon mal getan. Jetzt brauche ich nur noch die anderen Flossen. Das ist halt mega cool so. Die ganzen Lego-Bauteile sind zerstreut. Ja, ich muss jetzt mir alle so nach und nach zusammensuchen. Ist gar nicht so einfach. Und dann gleichzeitig immer gucken, okay, was brauche ich als nächstes? Was muss ich als nächstes bauen? Ist auf jeden Fall ein cooler Zeitvertreib, wenn man jetzt nicht unbedingt sich einen Lego-Bauteil so kaufen möchte, da irgendwie hunderte von Euro loswerden möchte, ist das eine gute Alternative. Und wenn dann nochmal neuer Content kommt, dann ist das wirklich, wäre das echt cool.
So, wo sind denn jetzt hier verdammt nochmal? Sind die das hier? Was für ein Schwert, Alter. Okay, so lange habe ich irgendwie schon lange nicht mehr gebraucht. Ich habe mir das Spiel natürlich im Vorfeld erstmal angeguckt. Wie weit sind die denn verstreut, Alter? Ich finde hier gar nichts irgendwie. Hier hinten vielleicht irgendwo? Ja, hier hinten. Und ganz, ganz hinten. Wie weit soll ich denn hier suchen, bitte? WTF? Der hätte ich ja lang suchen können, Leute. Wir bauen das jetzt einfach mal ein bisschen. War schon mal eins. Muss ich nochmal zurücklaufen. Hier war das andere. Da kann man, finde ich, meiner Meinung nach, so richtig viel noch draus machen aus dem Spiel. So, hier ist jetzt Nummer 2. Und jetzt müsste ich mal kurz gucken. Jetzt brauchen wir so 4 von den 2er-Blöcken. Die müssten ja hier auch irgendwo in der Nähe sein. Ganz normale Standard-2er-Blöcke. Das sieht gut aus. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Sind die richtig? Nee, das sind leider die falschen gewesen. Hier sitzt er stundenlang dran. Nur so ganz, ganz kleine Teile. Aber ihr seht ja, wie in etwa dieses Spiel aufgebaut ist. Ah, hier ist schon mal eins. Deswegen, ich werde euch das Spiel auf jeden Fall mal verlinken. Ihr könnt das selber gerne mal austesten. Ich weiß auch nicht, ob ich die neueste Version spiele. Keine Ahnung. Ich habe mir jetzt die erste genommen gehabt, die ich gefunden hatte. Hier ist direkt nur eins. Ja, und ich so als Zeitvertreib ist das mega cool, macht es mega Spaß. Ja, einfach so ein bisschen die Sachen hier nachzubauen zu können. Ihr habt ja gesehen, wie viele es gab. Waren noch nicht allzu viele, aber immerhin, ne? Das ist natürlich auch fies. Das lag aber falsch herum. Kannst du lange suchen. Ich baue jetzt nur noch dieses Boot zu Ende. Dann haben wir immerhin schon mal ein bisschen was. Ich meine, das ist nicht, das wäre natürlich ein bisschen umfangreicher. Ich habe das Gefühl, der zeigt mir aber auch nicht alles unbedingt an. Ja, wobei doch, ich glaube schon. Sieht aber auch noch ziemlich lähm aus, finde ich, so dieses Bausatz, Teil hier, dieses. Sieht für mich nicht aus wie so ein. Ja. Das ist Wasser wahrscheinlich, ne? Ich weiß nicht, was das darstellen soll. Das sieht so mega weird aus. Wenn ich jetzt hier irgendwo noch so eine Fahne finden würde. Ich glaube, das ist sie sogar hier drüben. Oh, 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 oh! Bleib stehen, bleib stehen. Wieso geht das hier nicht dran? Ist das überhaupt richtig, das Ding, das Teil? Und es hat sich hier von automatisch dran gesetzt, ja? Ich hoffe, das ist richtig. Müsste ja eigentlich, ne? Aber warum nimmt er jetzt die Fahne nicht an? Das verstehe ich jetzt nicht. Das verstehe ich jetzt nicht. Vielleicht ist es auch die falsche? Es kann sein, aber es gibt ja nur die eine, ne? Generell habe ich das Gefühl, es fehlen so ein paar Sachen. Ich meine, guckt euch mal dieses Ding hier an. Da
Das ist hier gar nicht drauf. Irgendwie ist da etwas unvollständig, habe ich das Gefühl. Vielleicht ist das ein bisschen buggy und die anderen funktionieren besser. Na, wie dem auch sei, ist alles noch sehr, sehr, sehr früh. Eine sehr, sehr frühen Version, habe ich das Gefühl. Ja, Leute, das soll erstmal gewesen sein mit The Brick Experience. Ein sehr schönes Spiel, von der Idee finde ich es echt geil. Und wir werden das mal so ein bisschen im Auge behalten, auf jeden Fall. Ne? Gut, wir sehen uns erstmal. Bis dann, ne? Haut rein, ne? Ciao.